Mission 4000 ist ganz, ganz dringend nötig. Ihr habt es gesehen, im Stream zumindest in den letzten zwei Spielen, die unglaublich schlecht waren. Also, es ist. Da fehlen mir die Worte. Ich werde euch das, diesen Scheiß auf YouTube auch ersparen, weil die Spiele wirklich dazu geneigt sind, dass man nie wieder Dota spielen möchte. Und das wollen wir ja alle nicht, sowas. Aber deswegen ist jetzt Mission 4000 mal wieder gefragt, dass wir das endlich wieder umdrehen, weil das hält man nicht mehr aus auf dieser MMR-Range. Die ist ja ganz schrecklich. Und jetzt wird alles super. Jetzt wird es wieder Mission 4000. Und dann gucken wir, ob wir gleich noch was dranhängen. Mission 4500, wie es sich natürlich gehört. Keine Ahnung. Das werde ich mal sehen. Wie sieht unser Line-Up aus? Wir haben unten eine sehr starke Lane mit Crystal Maiden und Leshrac. Richtig starke Lane. Wir haben auf der Offlane Bara alleine und Magnus in der Mitte. Vielleicht können wir dann mal switchen, wenn Bara dann ganken geht. Da müssen wir mal gucken, dadurch, dass er alleine auf der Lane ist. Wie wir das machen, Entschuldigung. Und dann so, das Last hitten und die Nein werde ich mal meinen Kollegen überlassen. Ich hatte den Yassin mal wieder gefragt, ob er Lust hat, mal mit mir wieder zu spielen. Yassin kennt ihr noch. Ich hatte mit Yassin schon mal Videos zusammen aufgenommen. Die kamen auch bei euch sehr gut an und haben auch echt Spaß gemacht. Prinzipiell hat er anscheinend schon mal Lust, wieder mit mir zu spielen. Aber heute ist sein letztes Spiel. Schade drum. Aber ich will eh das zukünftig noch ein bisschen ausbauen. Community Games, einmal wo wir gegeneinander spielen. Aber auch da in der Richtung habe ich ein paar neue Ideen bei Community Games, wie wir zusammenspielen können. Wir vielleicht gegen Randoms sozusagen. Das sind alles noch Ideen, die ich noch in der Pipeline habe. Und eben habe ich schon ein bisschen angekündigt, ich habe für den Twitch-Kanal und auf YouTube eine sehr große Sache geplant für die nächste Zeit. Oder insgesamt habe ich ein paar große Sachen, aber die gehört auf jeden Fall mit dazu. Ach komm. Na gut, wenn er natürlich seinen Stun so daneben setzt, dann haben wir es schwer. Sonst hätten wir einen sicheren Kill hier gehabt. Na egal, ich konzentriere mich heute auf meine Last Hits. Na, das war jetzt hier der typische Fehler. Ich hab's aber noch gesagt. Ich konzentriere mich auf die Last Hits und versuche nicht mit die Nice, wenn es Konflikt kommt. Und da war es genau das wieder. Das muss ich mir echt abgewöhnen. Naja, wurscht. Passiert. Aber die Denies im Auge behalten. Jetzt sage ich schon falsch. Da schießt mich doch mal jemand. Die Last Hits im Auge behalten. Aber mir ruckelt es gerade so ein bisschen. Keine Ahnung, was da los ist. Ja, den Last Hit hole ich mir nicht. Dafür tanke ich nicht den Tower. Jetzt pushe ich mal gerade ein bisschen, weil die da ja schon warten. Ach, Leshrac. Wir verschwenden unsere Spells, die ganze Zeit unser Mana. Weil der Leshrac irgendwie ist doch so easy. Also mit einem. Mit Frost Nova und. Na egal. Das ist ja. Viel leichter kann man das kaum noch treffen. Das Split Earth. Aber naja. Passiert. Und jetzt haben die anderen First Blood leider. Was wir schon längst hätten haben sollen.
Immerhin haben wir die Arcane Aura. Und dadurch. Ups. Und dadurch haben wir jetzt auch noch Mana Regen. Na, gerade noch bekommen. 1, 2, komm. Sauber. Oh, das war ein bisschen zu viel Damage. Und dann natürlich er auch noch. Super. Das hat mal gar nicht geklappt. Die Last Hits hätte ich haben sollen. Okay, das geht auch schief. Und das auch. Okay. Das geht richtig schief. Schafft er es? Nee, von Neutrals noch. Ich sollte mich nicht zu viel dazu gucken, sondern hier. Charge! Warum charge er nicht, um wegzukommen? Irgendwie können die Leute irgendwie auch nicht vernünftig spielen, wie es aussieht. Jetzt kommt er mit Static Link, oder? Na, noch nicht. Ich dachte, wäre eigentlich recht naheliegend gewesen. So, der Shrek muss jetzt mal ein bisschen aufwachen und seine Stunts treffen. Na, den Kill. Das kann nicht sein. Okay, endlich. Vor allem lebt die Crystal Maiden auch noch und gibt mir ihre Aura. So, wie sieht's denn da aus? Renn raus aus dem Static Link. Nein, wo rennst du denn lang? So, meine Herren. Ist das alles ein Scheiß hier? Autsch. Puh, schnell weg hier. So, mal gucken, ob ich mein Ulti nutzen kann. Na, schade. Hat er doch einen Remnant irgendwo stehen gehabt. Wo er hin konnte. Naja, war ein Versuch wert. Ja, immerhin schön verlangsamt, sauber. Nein! Der Shrek kommt ein bisschen später. Danke, der ist aber gesessen. Sehr gut. Immerhin. So, ich sollte jetzt ein bisschen farmen. Ich soll das nicht aus dem Auge verlieren. Als Spectre. Irgendwie ruckelt es so. Kurz gucken. Ich muss gleich mal. Ich mache ein paar Sachen zu hier. Na, jetzt läuft schon besser. Im Januar kommt auch noch der neue Rechner. Das wird ja der Wahnsinnsmonat. Neue Projekte, neuer Rechner. Neuer Martin. Alles neu. Alles neu macht der Januar. Und langsam kämpfen wir uns hier wieder ein bisschen zurück ins Spiel. Ja, verpiss dich da, Mann. Das will ich auch nicht. Ist jetzt irgendwie so ein Scheiß. Können wir auch gleich mal beenden. Und du hier auch.
Alles frisst hier meine Ressourcen. Autsch. Autsch. Schön ausgewichen. Top Tower under siege. Was geht denn da oben? Gehe ich damit dazu? Ne, ist mir zu gefährlich. Ich habe nicht so viele Lebenspunkte. Ich farm meine Radiance. Tut mir leid, Jungs. Aber das hilft ja auch nichts. Ist jetzt eh schon nicht das der schnellste Farm der Welt hier. So. Hier unten haben wir ein bisschen Free Farm für ein paar Sekündchen. Ist ja auch mal ganz nett. Sollte ich mal ausnutzen, solange das so ist. Chargen, immer ein bisschen vorsichtig sein. Mit dem Mipo passe ich lieber ein bisschen auf. Da von unten kommt der Kunker. Immerhin. Sehr schön. Ja, jetzt trifft er seine Stunts langsam mal. Mit Level 4 Dagger ist der Slow auch gute 20%. Das kann man mal machen. So. Ich habe immer noch einen Tango, was ganz gut ist. Noch ein bisschen HP Regen, wenn ich es brauche. No, und wie es aussieht, habe ich bei Minute 14 circa mein Relic, was jetzt nicht so schlecht ist, dafür, dass ich auch einmal gestorben bin. Na gut, ich habe auch 2 Kills, 1 Assist. Das ist nicht so schlecht alles. Da meine Main- oder meine Hauptschadensquelle gleich das Radiance sein wird, skill ich lieber noch Dispersion, um einfach... Sehr schön. Um dann halt viel Schaden zu machen und aber auch viel auszuhalten, weil so tanky bin ich sonst von alleine dann auch nicht an der Stelle. Und allein deswegen skill ich lieber Dispersion, wenn ich dann einmal nicht sterbe, deshalb ist es das schon locker wert. Okay, was geht da? Ich muss aufpassen. Jetzt bin ich hier unten mit. Na egal, wenn ich einmal hier bin. Ja, jetzt hätte mir auch ruhig Mana mitgeben können. Wurscht. Ich hole mir mal mein Relic. Und der Tower bringt auch richtig Geld. Und den Tower-Hit habe ich auch noch bekommen. So muss das gehen. So, 800 Gold für Radiance. 3 Minuten sind das. Das ist okay.
gegen... ja, jetzt muss ich mal irgendwo farmen. Das Problem ist, da ich... Wenn ich eine Lane schwer habe, baue ich oft dann halt einen Vanguard oder hole mir zumindest schon mal den Ring of Health, was immer ein guter Start ist. Das habe ich jetzt nicht, deswegen kann ich nicht so gut Neutrals machen. Ach, fuck. Bisschen zu spät. Sonst muss ich halt irgendwie ein bisschen farmen noch. Und da alle Lanes gepusht sind, kann ich vielleicht gleich wieder die Mitte farmen oder oben. Oben kommt gerade eine schöne Wave. Der Charge da schön weg. Die Crystal Maiden scheint es zu erwischen. Jetzt nach oben zum Farmen zu gehen ist nicht so ideal. In der Mitte ist jetzt auch ein bisschen schwierig gegen Double Damage Stromhunger. So richtig eine gute Stelle finde ich gerade nicht. Aber naja, finden wir schon noch was. Immerhin kann man jetzt auch am Tower gut Last hitten. Mit einem Relic. Hat den Meepo noch gekillt, oder was? Sauber. Hat sie überhaupt so lange überlebt hat. Die schon abgeschrieben gehabt, ehrlich gesagt. So, das Radiance mache ich jetzt noch schnell fertig. Und jetzt scheinen wir das Spiel gerade zu drehen. Schon von alleine einigermaßen. Können wir gleich mal die 16-Minuten-Rune dann gönnen. Was ist hier denn los? So nicht. Ja, jetzt habe ich mal Radiance und bei 16 Minuten. Ich würde sagen, das können die mal geflissentlich vergessen, das Spiel. Autsch. Naja, ich habe meine Radiance immerhin. Das tut natürlich weh. So eine fiese Combo. Haha, schön daneben geworfen. Na, nach dem etwas mäßigen Anfang haben wir uns jetzt ein bisschen zurück ins Spiel gekämpft. Und ja, wenn man mit Spectre 16 Minuten Radiance hat, dann ist das auch mal sehr gut. Mal gucken jetzt, wie ich jetzt weiter vorgehe. Gegen das Team möchte ich auf jeden Fall Face Boots. Die Mobility hilft mir dann doch eine Menge. So, ich nutze mal hier. Kann ich zwei Camps gleichzeitig farmen? Ah, das sind. Außer es sind Stein-Golems, Matt-Golems, dann geht's nicht. Taking damage. Radiant structures are fortified. Na, hol ich mir erstmal die Meepo. Und dann na, kann ich oben noch was machen. Ich eigentlich wissen müssen, dass das nicht der echte ist, da der echte Kunker ja oben zu sehen war. Aber wurscht. Die Meepo hat es auch noch gereicht. Den Ulti max ich immer als letztes. Das erhöht immer um eine Sekunde die Dauer. Aber ich finde die anderen Sachen besser. Benutzen wir es einfach. So. Und jetzt einfach nur auf Nummer sicher gehen. Ich baue dann doch erst. Back so soon. Na, melden sich mal ein paar Freunde. Nein! Oh. Ganz knapp noch.
mit Radiance und Dispersion noch den Triple Kill gekriegt. Ne? Hätte ich aber trotzdem lieber überlebt. So, ich hole mir schon mal das Vanguard und daraus bestehen das Crimson Guard. Gerade in einem Meepo-Spiel ist Crimson Guard richtig gut und auch noch gegen Druid auch nochmal. Ich kurz mal den Leuten schreiben, die mir ins Team geschrieben haben. Ich muss kurz mal ein bisschen was im Steam schreiben, wundert euch nicht. Ups, mal gucken, nicht, dass ich aber hier... Na, Ulti habe ich eh nicht ready. Oh, jetzt habe ich einen Windows-Mauszeiger. Das ist ein bisschen ätzend. Hoffentlich geht er gleich wieder weg. Ich muss kurz noch was machen. Dire structures are fortified. So, nee, jetzt baue ich aber erstmal die Face Boots. So, und dann Crimson Guard fertig, weil es ziemlich super ist, auch fürs Team. Und dann haben wir eh schon gewonnen. Hab noch ein bisschen Cooldown auf Ulti. So, jetzt den holen wir uns auch noch. Ah, der stirbt eh schon. Bottom tower being attacked. Dire have fortified their tower. The enemy's middle tower has fallen. Machen wir das Crimson Guard mal fertig. Was in diesem Spiel echt ein gutes Item ist. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich auf eine Nachricht von einem Freund noch warte. Der mir auch gerade da tippt. Da geht's. So, Crimson Guard, jetzt mal hier hin. Top Tower under siege. So, ich habe mein Ulti gleich wieder ready. Radiant structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Okay. Your bottom tower is under attack. Na, erstmal kurz hier raus. So, den haben wir schon mal. So, jetzt hol ich mir erstmal noch den Kunker. Oh.
so. Auch noch bekommen. Bei mir war er sauer, weil ich ihn alleine gelassen habe. Wahrscheinlich, weil ich den Kunker verfolgt habe. Und er dann an dem Razor gestorben ist. Aber da war mir der Kunker in der Tat wichtiger gerade. Sauber. Nein, warum bin ich denn so blöd? Auf dem Path? Nein. Sauber. Sehr schön. So, hervorragend. So läuft das doch. We've lost Dire's courier, but we'll never forget the many people whose lives it brought to ruin. Dort haben wir uns oben den Tower. Top tower just screamed and exploded for no discernible reason. Na, nicht ganz. Ich hau mal ab. So, entweder baue ich jetzt einen Hard, um einfach noch länger mitten in der Soße zu stehen. Was gar nicht so schlecht ist, gerade wenn man gegen Meepo spielt, mit Dispersion. Oder... An der Stelle bin ich jetzt... sehe ich einen Diffusal nicht unbedingt. Manta noch zum Split pushen wäre eine Möglichkeit. Aber ich glaube, ich gehe einfach aufs Hard. Schöne Synergien auch mit dem Crimson Guard. Das passt da ganz gut. Dann machen wir einfach das jetzt kurz voll. 7 Attacken fehlen noch. 10 Sekunden habe ich noch Cooldown. Auf Ulti. Gleich bin ich dabei, Jungs. So. So. Naja, wenn man noch ein bisschen gefarmt hat an der Spectre, das Übliche. Und sie kriegen mich jetzt ja schon kaum kaputt mit Crimson Guard. Wenn ich jetzt mein Hard habe, dann kann ich mich einfach auf ewig hinstellen. Das Late Game, ja. Gegen Spectre. Da kann man erstmal den Twitch-Chat, den Stream-Chat. Quatsch. Wie heißt das Programm? Steam, nicht Stream. Jetzt kann ich gerade nicht klicken. Warum kann ich nicht? Ah, jetzt geht's wieder. Autsch. So, das kann man schon mal bringen. Danach das Manta. Zum Split-Pushen und auch für die Teamkämpfe. Na, mit einem Meepo will er sich da retten. Wie er die wegpuffen kann.
Ja, jetzt will er da unten hin. Wird ihm leider auch nicht helfen. Können wir uns jemand mein Zeug bringen? Den Kurier? Danke. Fahren wir eben den hier noch. Machen wir Roshan und enden das. Das ist am einfachsten. Da müssen wir dann jetzt nicht groß rumtun. Und können relativ easy die Base pushen. Das können wir jetzt schon ziemlich easy. Aber... Das drauf hilft, glaube ich, nicht gegen Roshan, oder? Naja, wurscht, machen wir es einfach mal. Wird auch nicht wehtun. Können wir es beenden. Doch eine halbe Stunde gebraucht. Na gut, das Early Game. Da lagen wir hinten in den ersten 10 Minuten ungefähr. Von daher. Und erst in den letzten 15 Minuten, oder seitdem ich mein Radiance habe, räumen wir so richtig auf. Wenn sie jetzt mich fokussen, sind sie danach eh schon mindestens halb tot. Nicht zu lange da bleiben. Na, wo jetzt kill ich ihn einfach mit Dings. Ich kill ihn einfach mit Radiance. Damage mache ich jetzt so leider keinen. Mache ich überhaupt für nichts noch den Desolate Damage? Das könnte sogar sein. Dass auch wenn ich den nicht mehr habe, dass ich Desolate Damage trotzdem mache. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber es würde mich nicht wundern. Ah, der hat er fast noch gekriegt. Jetzt müssen wir natürlich die Effigies noch verhauen, das ist immer das Wichtigste. Und da gab es wieder den schönen Meatmap-Sound. Dann ist eh alles gut.
Nein, lass mich raus hier! Nice. So, nun gut. Die Crystal Maid hat echt schön gespielt. Achso, sind alle tot. Ich habe mich halt gefragt, ob sie gar nicht nochmal rauskommen. Ob sie schon aufgegeben haben. Aber die Crystal Maid echt schön gespielt. Na, wer geht mir da auf die Eier? So nicht mit mir. Ich hab das auf einer blöden Taste, das ist mein Tastal. So, und raus hier. So, jetzt die Crystal Maiden nochmal kommenden, wie ich es gesagt habe. Die hat echt schön gespielt. Gut aufgepasst. Einfach ein schönes Spiel abgeliefert. Und dann sollte man es mal häufiger mal machen. Ja. So kann es jetzt gefälligst weitergehen mit der Mission 4000. Und mit Spectre ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so läuft, auch relativ hoch. Ne? Muss ja mal sein.